Gut, wo exakt im Munde bin ich? Ich bin da oben gerade irgendwo. Da ungefähr. Oh, hey, cool. Bringt mich aber nicht wirklich voran. Aber vielen Dank für die Morphinpulle. Stimmt, hier hatten wir die Leiche gehabt, die jetzt nichts mehr von sich gibt, ne? Nee. Macht jetzt gar nichts mehr. Okay, dann war das vielleicht wohl ein kleiner Anzeigebug oder so. Hat sie was in der Hand hinterlassen? Vielleicht. Ist Jimmy der Toilettentieftaucher mit der Belohnung des Kindes nun in der Hand da erwacht? Hätte ja sein können. Müsste jetzt ungefähr in diesem Bereich sein. Stimmt, warte mal. Hier hat jemand gelebt. Ist sie vielleicht hier gewesen? Lebte sie hier unten? Hatte sie sich so lange versteckt, dass sie quasi irgendwann angefangen hat, hier unten zu leben? Sieht nicht unbedingt so aus, als hätte sich hier was verändert. Wird sich überhaupt was verändern? Hi, creepy Bild. Ich bezweifle, dass das irgendwie unbemerkt geblieben wäre hier alles. Okay, Keller kannst du knicken. Keller kannst du knicken. Wenn sie sich verstecken würde, wo würde sie es wahrscheinlich machen? Ich könnte die Dingensbums, die Spiegelwelt vielleicht nochmal versuchen. Das Kinderzimmer wäre jetzt wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Aber gleichzeitig auch wieder nicht. Weil da würde man ja als erstes suchen. Ja, irgendwo hier, wo ich nicht reinkomme. Und wehe, dieser verdammte Schlüssel ist genau dafür. Da ist auch gar nichts. Aber sowas von überhaupt nichts. Oh, ich komme mir vor, als würde ich die ganze Zeit im Kreis rennen und merke dabei nicht, dass ich die Wände da vor meiner Nase habe. Ach nee. Könnte sich vielleicht im Büro verstecken. Aber... Ja, das wäre jetzt auch so ein Ding, merke ich gerade. Was wäre, wenn jetzt im Büro sie drin ist und deswegen die Tür offen ist? Oder beziehungsweise vielleicht jetzt nicht mehr drin ist, aber halt mal drin war und deswegen die Tür offen wäre. Das wäre aber irgendwie nicht gerade sehr fair dem Spieler gegenüber. Vielleicht im Lager? Ist sie sich überhaupt am Versteck? Muss ich sie suchen? Das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gefragt.
Das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gefragt. Die rhetorische Frage. Nein, das ist falsch. Es könnte vielleicht sein, dass sie im Lager war. Beim Lager würde man jetzt eher nicht so suchen, ne? Wo ist denn das Lager überhaupt nochmal? okay, links rein. Ach ja. Hier sehe ich nichts, aber wirklich... Wait. Oder vielleicht doch? Zeigt es mir die Formen an? Was ist das in der Mitte hier nochmal gewesen? Ich habe keine Ahnung mehr. Dreieck. Dreieck haben wir schon. Das müsste der Stern sein, ja. Doch der Stern. Ja, sieht hier aus wie so ein Stern, ne? Die Stanzform davon. Benutzen. Oh mein Gott. Ich habe das Archiv geöffnet. Oh, wow, okay. Das waren also quasi diese Formen. Ich dachte, das wären jetzt irgendwelche komischen Symbole, aber das waren quasi so Negativform oder Stanzform, wie als würdest du jetzt quasi so ein Plätzchenteig zum Beispiel haben und hättest da eine Form rausgestochen. Das, was dann übrig geblieben ist, ist dann das, was du dann quasi dann... meine Fresse. Das, was dann übrig geblieben ist, ist dann das, wo du dann herausfinden musst, was für ein Symbol da reinkommt. Oh Mann, okay, ja gut. Tetris, Geometrie. Oh, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Wofür ist das gut? Kiste mit einem X und in der Mitte ist ein Kreis gleich 2. Kiste mit einem... Punkt unten links ist gleich 3. Gehört dazu dem Ding mit dem Strich? Wahrscheinlich. Eventuell bekomme ich hier den zweiten Schlüssel. Oh, Munition. Die nehme ich doch gerne mit. Nachdem ich erstmal eine halbe Ewigkeit durch die Gegend am Eiern war. Oh, Tonspur. Tonspur. Tonband. Und da bin ich jetzt hinter der Decke, wa? Yep. Da haben wir eine Diskette. Aber auf jeden Fall haben wir ein weiteres Tagebuch. Ah, nee. Betriebsbuch einer Erwartungsmannschaft. Oh, da haben wir die komischen Symbole. Okay. Der neue Rezeptionist meinte, dass er die Kasse einfach nicht aufsperren könnte, was er auch tut. Was? Neuer Rezeptionist meinte, dass er die Kasse einfach nicht aufsperren könnte, was er auch tue. Okay, irgendwie verstehe ich den Satz gerade nicht so hundertprozentig. Also nicht den Satz, aber irgendwie das, was er auch tue, ist, weiß nicht, irgendwie kommt er gerade in meiner Birne nicht wirklich verständlich rüber. Es sieht so aus, als ob Dr. Sean Sean Meyer der Einzige wäre, der das hinbekommt, aber er wird seit letzter Woche vermisst. Ich habe seine persönlichen Sachen durchgesehen und konnte nicht mehr als ein Stück Papier unter seinen Schreibtisch finden. Es scheint fast, als hätte jemand jede Spur von ihm verwischt. Oh, einziges Blatt, einzige Seite, okay. Das ist auf jeden Fall eine 2. Was der Rest ist, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eine Kombination. Oh, okay. Verdammt. Und da finden wir wahrscheinlich den nächsten Schlüssel, wa?
Oh Mann, das ist ja jetzt richtig mies. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, Betriebsbuch, ne? Betriebsbuch. Hallo? Wo ist das Betriebsbuch? Ne, da ist das Wartungsbuch, okay. Wenn das eine 2 ist. Und ein. Nee, Quatsch, das ist noch nicht mal eine 2. Ich sehe gerade, das ist ja gar kein Kreuz. Dann habe ich jetzt recht keine Ahnung, was das sein soll. Oh shit. Oh shit. Verdammt. Ein Rätsel gelöst, neues Rätsel gefunden und direkt in die Sackgasse gefahren. Ja, geil. Hat das was mit dem einen Schlüssel, mit der einen Tür zu tun, wo da Strich gleich 1 heißen soll, sodass dann irgendwie heißen, guck dir diese Piktogramme da an. Oder Symbole und sagt dann, okay, warte mal, du hast jetzt zum Beispiel das linke, das hat 3 Striche, heißt also schon mal 3. Aber das kann irgendwie auch wieder nicht hinhauen, weil du hattest ja den einen Kasten da gehabt, wo auch nur so ein X war und unten links war ein Punkt und das hieß dann ist 3. Also, wo ist die Übersetzung dafür? Kann ich damit überhaupt was anfangen gerade? I don't know. Haben wir vielleicht im Archiv noch mehr oder sehe ich hier noch mehr? Es sieht gerade nicht so aus. Als wenn da in der Haupthalle irgendwie noch mehr wäre. Hier sehe ich jetzt auch nicht irgendwie auf dem Boden, an der Wand oder sonst irgendwo noch was. Ja, nur hier haben wir was. Und da sieht man einfach nur 2 Kisten mit einem X und der Punkt ist jeweils verschoben. Das ist ja toll. Ich denke mal nicht, dass die Linien nicht relevant sind. Wo wollte ich eigentlich hin, bevor ich hier reingekommen bin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte zum Lager, genau. Ich wollte zum Lager, um zu gucken, ob vielleicht das Mädel sich da versteckt hatte und eventuell irgendwas hinterließ. Oder ist hier was? Boah. Hier ist nix. Oder im Schrank. Könnte auch sein, dass sie vielleicht im Schrank war. Jetzt hört man schon wieder irgendwo einen Gegner, der nicht existiert. Wahrscheinlich ist da irgendwo in der Wand drinne. Oh, okay, sie ist auf jeden Fall nicht im Schrank. Ich habe hier nur die Ladestation für die Batterie, die ich noch nicht besitze. Und in der Küche wird sie höchstwahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Ich glaube, ich brauche die gar nicht suchen, weil die wahrscheinlich gar nicht mehr existiert. Oder die wird dann wahrscheinlich was weiß ich wo sein. Ist im Kühlschrank was? Haben wir eine Leiche jetzt da drin? Naja, natürlich nicht. Schade. Was ist, wenn sie die Leiche hier ist? Weil das ist ja eine Kinderleiche, aber wahrscheinlich nicht.
Und haben wir hier irgendwas Interessantes, irgendwas Neues, irgendwas super Tolles, was das Mädel hinterlassen hat? Höchstwahrscheinlich nicht, wa? Okay, die Reise war für die Tonne. Super. Habe ich mir schon gedacht. Cool. Zeit verplempert für nix. Oh Mann. Immer dieses Geräusch, was du da hörst, ne? Es hört sich so an, als wenn da irgendwo ein Gegner wäre. Schön, dass das. Schön, dass der Kleid manchmal so flatterhaft ist, weil es halt so ein bisschen nicht so hundertprozentig wie Stoff irgendwie sich verhält, sondern so ein bisschen eher wie Papier, wie Krepppapier vielleicht sogar eher. Und man dann hin und wieder einfach unterm Rock sieht, oder beziehungsweise unters Kleid. wo wollte ich hin? Ist die bei der Toilette? Ich guck einfach mal nach. Kann ja nicht schaden. Wobei, die wird wahrscheinlich nicht hier sein irgendwo. Die wird wahrscheinlich nirgendwo sein. Die ist jetzt weg vom Fenster. Irgendwo wird sie nochmal storymäßig irgendwo auftauchen. Aber jetzt gerade ist die einfach weg vom Fenster und ich brauche mir, glaube ich, keinen Kopf machen um die. Genau, vor allen Dingen, weil die hier wahrscheinlich mal gewesen war. Weil hier wohl das Tagebuch ja auch zu finden von ihr gewesen ist. Von daher geht ja nicht anders. Dann geht's wieder raus. Ne, ich gehe lieber so rum. Und dann ist die Frage, kann ich das Rätsel jetzt lösen schon? Habe ich alles, was ich benötige, um es zu lösen? Oder fehlt mir noch massiv was an Informationen, die mich daran hindert? Ich meine, was war da oben nochmal gewesen für eine Zahlenkombination an der Tür? Ich glaube nicht, dass ich die Zahlenkombination für das hier verwende, ne? Vor allen Dingen, weil hier diese Symbole sind. Ist sie echt nicht mehr? Kann ich irgendwie gerade nicht glauben. Ist irgendwas an der Kasse vielleicht irgendwo zu sehen? Nee, ne? Ich kann nur das Ziffernblatt drücken, okay. Ziffernblatt, Ziffernblock. Nirgendwo, was ich sonst noch drücken könnte. Kann ich die Tasten einfach herausoperieren? Scheinbar wohl nicht. Hätte ja sein können. Oder kann ich irgendwas ticken hören? Kann ich nicht einfach ein Brecheisen verwenden hier? Dürfte doch das Einfachste sein. Mein braucht doch keiner hier mehr die Kasse, oder? So, gut, dass man da nochmal reingucken kann. Weil keins dieser Symbole, die du da siehst, stimmt mit dem überein, was du da auf dem, was du dann im Archiv siehst. Kann man da irgendwas im Text sehen? Nee, ne? Einfach nicht aussperren könnte, was auch du. Es sieht aus, als ob Dr. Schönmeier. Ich habe eine persönliche Sache durchgesehen und konnte nicht mehr als ein Stück Papier unter seinen Schreibtisch finden. Es scheint fast, als hätte jemand die Spur von ihm verwischt. Ja, wo ist vor allen Dingen sein Büro? Ist die Frage. Wo ist es sein Büro? Und höchstwahrscheinlich werde ich dieses Büro nicht mehr wiederfinden, wa? Oder ist das vor allen Dingen falsch rum? Ist das vielleicht so rum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es schon so richtig rum. Aber selbst wenn, dann kann ich nichts damit anfangen. Weil das ist garantiert keine 2.
Weil das da quasi war halt eine Kiste mit einem Kreuz in der Mitte. Das halt zwei Kreuze. Kreuz in der Mitte? Mit einem Punkt in der Mitte. Oh Mann, ey. Ich werd nicht wirklich schlau draus, wenn ich mir das anguck. Okay. Punkt kann ich drücken, aber passiert nichts. Ach so, Punkt ist Reset. Ja, Punkt ist Reset. Ha. Dachte ich mir schon, dass der Türcode, der da oben war, nicht passt. Oh. Gibt's noch irgendwo Hinweise und wenn ja, wo? Und wo soll ich vor allen Dingen hingehen? Weil ich habe gerade nichts mehr, glaube ich. Ja gut, da war noch eine Tür, die hatte ebenfalls so komische Symbole, aber das war nicht irgendwie so Stanzform oder so, das war komplett anders. Das war komplett anders, also das kannst du schlecht dafür verwenden. Ich glaube, dieser Schlüssel, der ist jetzt komplett irrelevant, glaube ich. Es sei denn, ich kann diese Symboldinger da austauschen, dann vielleicht, aber... Ansonsten, ich glaube, dieser Schlüssel ist komplett irrelevant geworden. Ich könnte das noch länger angucken, ich würde dabei nicht schlauer draus.